Hallöchen Leute, hier ist euer Russell 770 für Hype 770. Willkommen zur neuesten Kanalvorstellung und Bewertung. Diesmal geht es um den Kanal von X Giulianocchio. Schauen wir uns wie bei jedem Kanal das äußere Erscheinungsbild an. Sieht echt cool aus. Ist schlicht gehalten, aber es läuft alles schön aus. Und hier ist auch schon das Schwarz hier so mit reingebracht. Ist schön, verläuft richtig gut. Ist nicht auf einmal so witzig. So ein Cut drin. Sieht echt cool aus. Auch hier mit den Seitenumrandungen. Hier auch schön abgetrennt. Das sieht echt cool aus. Schlicht, aber wie gesagt, wieder cool. Ist echt cool. Der Avatar sieht auch schön aus. Für das, was er eigentlich spielt. So ein Ego-Shooter, so ein putziges Avatar-Bild. Hat was. Gut, dann schauen wir uns wie bei jedem Kanal den Rundown an. Nach oben. So. Wie gesagt, Name steht hier nicht, aber ist ja halt X Giulianocchio. Kanalaufrufe 1958, Upload-Aufrufe insgesamt 21.837. Der gute Junge ist 15 Jahre alt. Beitritt ist seit 8.01.2011 dabei. Neueste Aktivität interessiert keinen. Abonnenten hat er 80. Mit zukünftigen und geplanten Projekten oder abgeschlossenen Projekten ist sie halt nicht, weil es gibt hier Wolf Team. Und zwar ist das der dritte im Bunde. Und zwar der Kollege von PreparedTV und KingaTH. Zusammen machen sie ja den Kanal Wolf Team Let's Plays. Aber diesmal geht es um seinen Kanal. Und wie bei seinen anderen Kollegen findest du hier halt kurze Videos mit cooler Musik hinterlegt. Geboten wird euch 720 bis 1080, also Full HD, aber 720 ist das mindestens in sämtlichen kleinen Videos. Na, hier findet man so coole Kills, kann man sagen, auch mal schön mit Effekten gearbeitet, mit Verzerrung, Slow Motion, mal einen anderen Farbfilter drüber gelegt, also sind schon echt aufwendig gemacht. Und hört sich auch cool an mit der Mucke. Können wir leider nicht abspielen, halt wegen Content. Ist immer so eine Sache. Deswegen kann ich auch nichts sagen über Kommentarstil. Aber man kriegt das heraus, indem man auf den Wolf-Team-Kanal geht. Er hat auch einen coolen Kommentarstil. Ist echt unterhaltsam, wenn er jetzt mit seinen Kollegen zusammen so Clan Wars macht. Ist wie gesagt ja ein cooles Dreiergespann, wie ich finde, und sein Kanal ist halt wie bei den anderen mit kurzen Videos, aber coolen kurzen Videos. Keins geht über, sagen wir mal, 3 Minuten, so im Schnitt so 2,5, ist das so im Schnitt. Ja, also für coole Killaufnahmen oder was besonders cool gelungen ist, halt so kurze Videos mit reingepackt, mit coolen Effekten gearbeitet, anderen Farbfiltern mal drüber gelegt und mit cooler Musik halt. Wie gesagt, in den Playlist gibt es nur zwei, und hier ist einmal so Dustin mit seiner Gesangseinlage in ihren Clan TS. Wenn ihr auch Mitglied bei den Jungs werden möchtet, dann schreibt mal auf deren Wolf Team Let's Play Kanal. Schreibt da mal eine PN, dass man, wenn er zu deren Rudel dazugehören möchtest, weil die suchen noch, so wie ich das mitgekriegt habe. Ja, ansonsten gibt es ja leider halt immer nicht so viel zu erzählen. Vielleicht kommt ja auch noch bei ihm ein paar längere Let's Plays, weiß man nicht. Weil es immer so die Gefahr, wenn das wirklich nur so kurze Videoschnipsel sind, dass das Interesse nicht so groß ist. Aber auf jeden Fall bei dem Kanal hier mal vorbeischauen, kommentieren, bewerten, abonnieren. Weil für diese kurzen Videos sind echt mit vielen coolen Effekten belegt und Musik ist auch echt cool. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte das Interesse für diesen Kanal wecken. Wer auf so kurze Videos steht, der Vorteil ist natürlich, man kann sich hier schnell durchfinden. Oder durchsehen. Weil insgesamt ist das vielleicht mal
20 Minuten, dann ist man hier durch so ungefähr. Deswegen solltest du vielleicht hier auch mal überlegen, mal so ein paar längere Videos zu machen. Ja, so One-on-One-Fights oder so. Ja, aber ansonsten, cool. Cool, ja. Mehr bleibt eigentlich nicht zu sagen zu diesem Kanal. Ich hoffe, ich konnte, wie gesagt, das Interesse wecken. Kanaldesign sieht cool aus. Sieht so, was echt cool ist, ist hier mit diesem Kabel und mit diesem Haken hier, dass das sozusagen so rangerafft wird, so ungefähr. Sieht echt cool aus. Ja, also schaut bei dem Kanal auf jeden Fall mal vorbei. Für kurze, knackige Videos seid ihr hier genau richtig. Und für längere Clan Wars schaut auf deren Hauptkanal vorbei. Ich bin raus. Wie gesagt, cooler Kanal, cooles Design, passt alles wunderbar. Das war die Kanalvorstellung von dem coolen Kanal von X Giulianocchio. Ich war Russell770 und bin's immer noch für Hype770. Habt noch einen schönen Tag, schönen Sonnenauf, Sonnenuntergang, je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und nicht vergessen, wir suchen immer noch Kanal-News für unsere Hype-News-Show, die morgen da sein wird. So späten Vormittag, frühen, späten Nachmittag, so im Laufe des Tages kann man halt sagen. Und da gibt es dann auch die neue Rubrik, die da reingekommen ist, und zwar der Kanal des Monats. Seid gespannt, wer es ist, wir wissen es schon. Ja, also ich bin raus. Bis dann, Imanski. Ciao, ciao.